Hallo und willkommen zu einem neuen Part von Paper Mario. Ich habe seit Ewigkeiten immer gespielt und ja. Nein, lass mich in Ruhe. Ach so, konnte ich. Alter, was ist denn das? Du hast den Megasprungorden erhalten. Mario springt mit unglaublicher Kraft auf einen Gegner. Ja, das möchte ich noch nicht austesten, aber gut, gut, gut. So, gehen wir mal weiter. Wie gesagt, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Das ist total blöd für mich gewesen. Cool, da kann ich speichern. So, gespeichert ganz gut. Und ja, wir nähern uns Projekten langsam das Ende zu. Und ja, ich habe es, glaube ich, schon mehrmals betont. Es ist länger als gedacht gegangen. Und es macht aber immer noch Spaß. Wow, 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 was ist denn das? Irgendwie wie ein Spiegel, oder? Gehen wir mal rein. Ist ja alles irgendwie gespiegelt. Na, gehen wir mal durch die Tür. Was? Wir können wieder speichern? Na gut, speichern wir mal wieder. Gut, alles klar, gehen wir weiter. Warte mal, wir konnten doch irgendwie Stampfattacke machen, oder? Das weiß ich jetzt gerade überhaupt gar nicht, wie. Obwohl, doch, fällt mir gerade ein. Obwohl, da können wir doch eher springen. Ach nee, es war die Stampfattacke mit drin. Oh Mann, das ist eine blöde Fledermaus. Geh mir nicht auf den Zeiger. Ich habe jetzt noch keinen Bock zu kämpfen. Noch nicht. Ja, cool, eine Truhe. Eine Truhe quält mir immer. Weil Truhen bedeuten, ich kriege etwas. Meistens. Blauer Schlüssel ausgezeichnet. Finde ich auch klasse. Ist ja jetzt hier auch noch der letzte Stern? Scheiße. Ja. Ich mag euch Fledermäuse nicht. Ja, Hammer kann ich doch auch nicht benutzen. Wollt ihr mich veralbern? Ja, fliehen. Klingt da ganz gut. Los. Und wechseln wir. Tschüss. Verlieren wir halt ein paar Münzen. Ist mir ach scheißegal. Ey, ich möchte jetzt da durch. Ja. Ah, gehen wir weiter. Wie gesagt, letzter Stern, den wir befreien müssen. Klingt ganz gut. Sind wir auch langsam am Ende des Spiels. Blauer Schlüssel. Das ist eine rote Tür. Ja, ist klar. So. Ja. Wow. Okay, und dann kriegen wir jetzt... gehen wir jetzt zur blauen Tür. Wir haben ja auch einen blauen Schlüssel. Klingt irgendwie logisch. Ja. Gut, gehen wir mal rein. So, du. Ja. Nein, ich möchte kein Item. Was, wirklich Items? Ja, ja, hier kann ich Teammitglieder. Ich habe das so ewig nicht mehr gespielt. Ist jetzt mindestens einen Monat schon her. So, von bitte leg mal los. Oh Mann. Jo, doch. Sehen wir mal hier weiter. Block. Ich habe mal so meinen Verdacht. Einfach mal probieren. Probieren geht über Studieren nehmen. Scheint doch. Okay. Alles ver... Ah, da, doch, da können wir Rinder. Haha. Ich wusste doch, da ist was. Ach, mehr Münzen. Yay. Und da kommen wir auch wieder weiter. Yay, yay, yay. Hätten wir doch gleich auffallen müssen hier. So, los, Bombette. Okay. Kreisch, Mario ist da. Oh, wir sollten besser ordentlich durchklopfen. Na, ah, wieder welche, die mich verarschen wollen. Tja. Macht euch gefasst hier, Leute. Ihr kriegt ordentlich was auf die Nuss. Haha, 7. Yay. Eine Explosion, die einen Bodengegner trifft. Das kriegt man noch so hin. So, wie immer nur ganz schnell drücken. Krieg mal alles hin.
Ah! Scheiße! Die haben mich kalt erwischt. So. Aber trotzdem, mit einem Hammer gibt's was auf die Nuss und fertig, Ende in Vieh. Ende Vinito! Ha! Weg ist er! Yeah! So. Mach mal einen Body Slam. Und. Ah, die drei geht doch auch noch. Ach Mann, hat der mich wieder erwischt. Aber keine Angst, du bist jetzt hoffentlich mal weg. Naja, wir müssen noch ein bisschen nachhelfen. Aber er ist bald weg. Siehe da. Was? Wie? Ach komm, verarschen kann ich mich selber. Bitte. Weg bist du jetzt. Tschüss. Ja, 4 Sternenpunkte. Nein! Der echte Mario ist zu stark für uns. Ah ja, und deshalb hauen sie jetzt ab. Feiglinge hier. Feiglinge. Ah. Gut, dann können wir wahrscheinlich auch auf diesen Schalter. Oder in diesen Raum. Oder auch da raus. Wenn es hier nur eine Glaswand ist, die nicht spiegelt. Hey. Cool. Das finde ich klasse. Ein Superpilz. Superpilz kann man... Nein. Ihr lasst mich jetzt mal in Ruhe. Gut dann. Yay. Haben wir einen Raum gefunden. Komm, so schwer wäre er ja auch wieder nicht versteckt. Haha. Aha. Ah, ich habe keinen Bock auf Kämpfen mit euch. Gut, was ist da drin? Der rote Schlüssel? Ein PAV-Rauforden. Senkt die Angriffskraft um 1, erhöht die Verteidigung um 1. Das ist doch mal was Nettes. Ja. Nicht unbedingt schlecht, aber ich hätte es gern andersrum. Und der Name ist aber blöd gewählt, finde ich. So, gehen wir wieder rauf. Wow, wow, wow. Ah, werden wir ja gleich mal vom Gegner überrascht. Aber, nein. Nein. Nö. Ach, Mann, ey. Ach, Doppelmann, ey. Rote Kamek, du gehst mir auf den Senkel, auch wenn ich nicht mehr weiß, was genau los war. Du gehst mir auf den Senkel. Deswegen, triff die Powerbomb. Und... Power! Power, habe ich doch gesagt. Na, ich weiß mir auch nur zu verteidigen. Oh, eine billige Kopie haben wir hier. So, dann ist jetzt die billige Kopie hier dran. Mach das ja auch ja nie wieder. Du weißt, was die blöde Powerbomb. So, hier. Oh Mann, da erwischt mich der auch noch. Aber keine Angst, ich hab dich voll auf den Schuhen. So, auch weg. Ende finito, 6 Sternpunkte. Yay! Yeah. Bewegen wir uns langsam in der Richtung Level ab, was ich auch ganz dringend nötig hätte. Yay! Yeah. Ganz viel Münzen, Münzen, Münzen. So, gut, wenn wir da weiter jetzt durchgehen, wohin kommen wir dann? Ui! Was hast du erhalten? Stern wird ausgezeichnet. Sternschnuppenhagel gegen alle Gegner. Angriffskraft 6. Oh, das soll mir was ersetzen. Ultrapilz, Voltopilz, Stern. Lebenspilz. Also den Lebenspilz behalten wir auf jeden Fall. Ultrapilz. Das ist jetzt mal gut, was man wegwerfen kann. Ich denke mal die Feuerblume. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. So. Gehen wir weiter zurück. So, gehen wir mal wieder raus. Mal schauen, was da ist. So. Ah, cool. Ein Sternsplitter. Das ist mal nice hier.
Hey, Bombette, kannst du das hier wegsprengen? Nein. Sieht nicht gut aus, das ist nicht doll. Nicht doller genug. Gut, dann gehen wir wieder rein. Yay! So, bleib. So. Kommen wir da weiter, weil wir haben eigentlich nicht diesen Schlüssel. Ja, ist ein Schloss dran, auch hier. Ist jetzt mal nicht so tolle. Aber irgendwas müssen wir doch machen können. Wir können höchstens jetzt wieder zurück. Ja. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, dann machen wir wieder die blaue Tür her. Schauen wir uns mal um. Ich dachte irgendwie, ich sehe jetzt wieder so einen Geist. In diesem Schloss wird mir eh narrisch. So. Haben wir wieder eine blaue Tür. Gehen wir auch durch diese blaue, schöne, kleine Tür. Yay. So. Genau dazwischen können wir durch. Gehen wir wieder mal zurück. Vielleicht finden wir jetzt mal was Interessantes. Könnte ja möglich sein. Dum 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 dum. Eigentlich ja. Rein aus dem Gleichnisbild, was die hier immer machen, ist da auch ein Loch. Bombette! Hä? Nicht stehen bleiben, laufen zum Loch da laufen und Brunnen machen für größeres Loch. Wie bitte? Was? Wer seid ihr? Wer seid denn ihr? Warum versucht ihr alle wie ich auszusehen? Mario! Sag bloß, du kannst die wahre Bombette nicht herausfinden. Du erkennst mich doch, oder? Hey, das habe ich gehört. Du verbreitest Lügen, du Betrügerin. Ich bin die echte Bombette. Oh nein, nein. Mario, schau mir in die Augen und du wirst die Wahrheit erkennen. Ich bin die wahre Bombette, nur ich kann die echte sein. Die anderen sind nur Lügnerinnen. Ich bin es, Mario, ich. Fall nicht auf diese üblen Tricks rein. Wenn du nicht dich täuschen lässt, jage ich dich in die Luft. Ich bin die wahre Bombette. Bitte vertrau deinen Augen und sieh mich an. Ich lüge nicht. Nein, ich halte das nicht mehr aus. Mario, schmettere dem Betrüger deinen Hammer über die Ohren. Sie alle geben vor, ich zu sein. Ich halte das keine Sekunde länger aus. Oh, das ist eine nette Idee. Das wird die Sache klären. Ja, gute Idee. Ich hasse Betrüger. Mario, ich bin die echte Bombette, also wage es nicht, mich zu schlagen. Gut, den hau ich drauf. Nein, nein, ich hätte meine Bombette-Verkleidung besser ausarbeiten sollen. Das werde ich dir nicht vergessen. Ihr pau ab, Mann. Oh Mann, eigentlich, so sehen die eigentlich doch alle gleich aus. Ich wüsste auch nicht jetzt. Der auf jeden Fall? Nein. Oh, irgendwie ist es dir also gelungen, durch meine Verkleidung zu sehen. Wahrscheinlich alle diese Zeichner benutzen. Grr, verflixt. Ich dachte, sie wäre undurchschaubar. Gut, dann dementsprechend die hier noch. Oh, du musst sehr schlau sein, um herauszufinden, dass ich ein Betrüger bin. Verflucht. Ich dachte, wir hätten dich völlig verwirrt. Ich komme wieder. Gut, jetzt noch die Frage. Irgendwie glaube ich... Dilla. Was? Warum hast du mich geschlagen?
Das darf nicht wahr sein. Du hast es herausgefunden. Was hat an meine Verkleidung nicht gepasst? Wenn du mich mit dem Hammer geschlagen hättest, hätte ich dich bei deinem nächsten Nickerchen gesprengt. Aber du hast es ja nicht getan. Ich bin so froh, dass du mich als die wahre Bombette erkannt hast. Yay! Gut, dass ja... Ach Mann, dass sich da noch alles geklärt hat. Aber die Nerven langsam. So, den roten Schlüssel. Dann gehen wir zurück und gehen in die rote Tür. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich glaube, diese Verkleidung-Fuzis haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. So, speichern wir noch mal kurz schnell ab. Und dann hat sich die Sache. Gut, den Schalter. Yay, dann kommt die rote Tür. Die rote Tür. Gehen wir mal kurz rein. Roter Schlüssel. Okay, gibt's das gleiche Spiel nochmal ins Spiel oder was? Wer bist du? Der große und mächtige Kristallkönig hat mir befohlen, hier niemanden passieren zu lassen. Du führst nichts Gutes im Schilde. Da muss ich dir nun leider sehr wehtun. Kamek. Kamek ist nie gut. Grau Kamek, also weg mit dir. So. Was heißt mein Dachscharnier bekommen? Powerbomb können wir noch genau einmal machen. Das nutze ich auch aus. So. Haha. Erwischt Kamek, bist weg. Ciao, die. Und ich kriege einen schönen Aua hier. Gut, Hammer Time, Good Time, hau mal drauf. Wow, auch ganz schön schnell weg. Yay! 3 Sternpunkte, juhu! Fehlen mir noch. Ja, 35. 36. Entsprechend ist auch da weg.